Alfred Bujak war ein ehemaliger Offizier der NVA, Oberst AD, der sich nach 1990 in der Freizeit mit der Geschichte von Großbären beschäftigt hat und dabei im Zusammenhang mit dem Herrn Quidgart das Interesse entwickelt hat, die Paraden der NVA für die Geschichte zu erhalten und das in Verbindung mit der Schlacht von Großbären als preußische Tradition zu erhalten. Und diese Aufgabe, die hat er voll und ganz wahrgenommen, indem er dieses Museum aufgebaut hat. Ich hatte seinerzeit eine kleine Sammlung von Memorabilia aus der untergegangenen NVA zusammengetragen. Und Alfred kam und sagte, da muss Ordnung reingeschaffen werden und hat die Dinge in die Hand genommen. Und zwar so weit, bis daraus ein kleines Museum geworden ist. Nebenher hat er auch noch das Hotel geführt, aber in Wirklichkeit sein Herz lag bei dem Museum. Okay. Wunderschön. Schön. Sein Tod ist ein ganz großer Verlust, nicht nur für das Museum, sondern für auch Großbären. Und als er mit seiner schweren Krankheit kämpfte, hat er mir die Frage gestellt, da wir uns seit langer Zeit kennen und ich hier im Museum auch immer schon mitgearbeitet habe, ob ich bereit wäre, sein Museum weiterzuführen, habe ich mich bereit erklärt und versuche seitdem, diese Aufgabe wahrzunehmen. Wir wollen vor allen Dingen damit junge Leute ansprechen, Schulen und andere Bildungseinrichtungen. Und wir haben aber in der Realität insbesondere mit ehemaligen Soldaten, nicht nur der NVA, sondern auch der Bundeswehr zu tun, die hierher kommen, aber auch Gruppen aus anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Die Exponate kommen vor allen Dingen aus Privatbesitz, die in der Regel über bestimmte Informationen an Personen herangetragen werden. Ich habe jetzt kürzlich einen Anruf bekommen von einer Frau, dessen Onkel im Krieg gefallen ist, und im Nachlass hat sie ein altes Soldbuch gefunden mit einem Durchschuss. Und daraufhin habe ich mich bei ihr zurückgemeldet und sie wird mir demnächst dieses Soldbuch zuschicken. Oberst Bujak hat schon in den letzten Monaten seines Lebens versucht, den Bereich Erster Weltkrieg und Zweiter Weltkrieg mit aufzunehmen. Und diese beiden Bereiche wollen wir auch weiterentwickeln. Dabei möchte ich unterstreichen, es geht nicht um die Verherrlichung von Krieg, sondern um die Grausamkeit des Krieges. Und das wollen wir insbesondere auch jetzt zum 100. Jahrestag des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges so darstellen. Dazu werden wir möglicherweise am 2. August diesen Jahres einen Antikriegstag durchführen.